Die Return-Anweisung, die haben wir im Hamster auch schon, im Hamster, Modell auch schon kennengelernt, wird hier etwas erweitert. Die Return-Anweisung besteht aus Return und dann optional in einem Ausdruck. Wir haben sie ja kennengelernt, die Return-Anweisung mit einem boolschen Ausdruck. Jetzt kann hier ein allgemeingültiger Ausdruck, also auch ein Integer-Ausdruck stehen. Return-Anweisungen können nur in Prozeduren oder Funktionen stehen. Und zwar die Return-Anweisung ohne Ausdruck, Return Semikolon, in Prozeduren und die Return-Anweisung mit Ausdruck, Return dann Ausdruck, Semikolon, in Funktionen, wobei der Typ des Ausdrucks konform sein muss zum Typ der Funktion. Dazu dann aber irgendwann nochmal mehr, wenn wir uns mit Funktionen allgemeinerer Art beschäftigen. Sinn und Zweck ist es, eine Prozedur, Funktion oder Methode, wie wir dann hinterher dazu auch im objektorientierten sagen werden, zu verlassen. Und geliefert wird der Wert des Ausdrucks, der hier berechnet wird. Semantik ist, die Prozedur wird verlassen und falls ein Ausdruck existiert, wird der Wert berechnet und als Funktionswert zurückgeliefert. Hier greifen wir schon mal ein bisschen vorweg und definieren eine Funktion, die berechnet den Betrag eines übergebenen Wertes. Dann kann ich hier schreiben, if Wert größer gleich 0, Return Wert, else Return minus Wert. Berechnet wird jetzt hier ein Ausdruck und es wird der entsprechend berechnete Wert als Funktionswert zurückgeliefert. Prozeduren können Sie einfach halt verlassen, indem Sie schreiben Return Semikolon. Dann wird eine Prozedur unmittelbar verlassen. Für Funktionen werden wir dieses Return uns nochmal genauer anschauen, wenn wir den Funktionsbegriff, das Funktionskonzept verallgemeinern.